So, YouTube. Hallo und RRR. Willkommen zurück zu, ja, dem letzten Tag der offenen Beta. Wir setzen unsere Segel. Wir haben Aufgaben vor. Und zwar unser Schiff zu bauen. Und zwar das mittelgroße. Wir haben hier aktuell noch ein kleines Schiff. Und wir müssen ein bisschen mal rumkommen. Wir brauchen Stahl, habe ich gerade geguckt, und andere Kleinigkeiten. Chinagras zum Beispiel. Da müssen wir mal gucken, wo es das hier in Indien gibt. Ich würde sagen, wir fahren mal da hoch zur Küste. Und warum ist das Schiff eigentlich so weit rechts heute? Ist das normal? War schon die letzten Tage so weit rechts? Fällt mir gerade mal auf. Ist aber eigentlich gar nicht schlecht, weil man so besser gucken kann, nicht? Wir müssen nur aufpassen. Hier gibt es überall Piratenschiffe. Und ich hoffe nicht, dass die uns in die Quere kommen. Wracks sind natürlich auch sehr lukrativ. Die werden wir auch plündern. Und das sieht doch nach einem guten Wrack aus, oder? Irgendwie will er es nicht scannen. Jetzt. Ja, ein Dreierschiff-Wrack. Finde ich sehr gut. Aufbrechen. Jawohl. Und ja, Reparatursets, ein bisschen Geld. Nichts, was wir brauchen. Und da ist schon einer der Großen, den wir nicht begegnen dürfen, sonst sind wir tot. Wir bleiben hier auch in den, ja, sag ich mal, niedrigen Gewässern lieber. Da dürften die uns nicht so auflauern und finden. Bei irgendeinem Spiel behält man die Season Pass und kann dann die Inhalte immer wieder nachholen, wann man will. Man klickt einfach den Pass an und erntet dann die XP in diesem Pass. Klingt für mich nach der besten Lösung. Besonders, wenn man Season Pass gekauft hat. Ja gut, wenn du nachträglich den Season Pass kaufen kannst. Aber andererseits ist es dann auch für die, die sich irgendwas freispielen, wieder blöd, nicht? Also Season Pass Mechaniken. Du kannst es halt keinem recht machen, nicht? Die einen sagen, ey, ich habe mir das hart erarbeitet und der kann sich im halben Jahr dann den Season Pass kaufen und kriegt die Sachen auch. Die anderen sagen, naja, ich habe vielleicht nicht so viel Zeit zum Spielen. Ich wollte aber genau den Inhalt da haben oder ich will alle Inhalte haben. Und wenn ich da nicht rankomme, dann spiele ich das Spiel halt nicht mehr. Ja, das ist, man kann es beiden Parteien nicht recht machen. Deswegen finde ich Season Pass so oder so einfach eine schlechte, grundlegende Mechanik, die einfach gemacht wurde, um Geld zu bekommen aus Spielern. Ich finde sie nicht gut. Ich bin lieber einer, der auf der alten DLC-Mechanik ist. Man kann sich ein DLC kaufen und dann alle Inhalte darin freispielen. Jederzeit, wenn man das selber möchte, nicht? Das ist so, wie schon in der Prohibition in Amerika. Es ging den Amerikanern nicht darum, zu trinken, sondern es ging den Amerikanern darum, immer dann trinken zu können, wenn sie trinken wollen. Nicht? Einfach diese Selbstbestimmtheit. Und das finde ich ganz wichtig. Beim Spielen ist das gerade wie in einer Prohibition. Du darfst nicht spielen, wann du willst. Dir gehört das Spiel nicht. Die Inhalte gehören dir nicht. Du sollst eigentlich nur zahlen und deine Fresse halten. Und das ist für mich kein Spielerlebnis, was ich haben möchte in Zukunft und auch nicht unterstützen möchte. Und im Zweifel werde ich mir irgendwann keine Spiele mehr holen, wenn das gang und gäbe wird. Dann spiele ich lieber wirklich alte Retro-Spiele, die ich mir dann kaufe und lasse die neuen Sachen links liegen und unterstütze nicht irgendwelche geldgierigen Kompanien, die
ihrer Meinung sind, Gutes zu leisten, aber eigentlich nichts Gutes leisten. Und wir haben das erste reine Eisen gefunden. Das brauchen wir unbedingt. Da können wir auch mal singen. Jawohl. Ich hoffe, bei dir fahre ich besser als auf anderen Schiffen. Die See wollte mich schon mal und ich spüre, wie sie ungeduldig wird. Oh, oh, sorry, ich bin gegengefahren. Man darf sich als Kunde halt einfach nicht alles gefallen lassen heutzutage. Oh, oh. Ja, wir sind erledigt. Oh, Kacke. Das ist nämlich genau einer von denen. Ich meine, Level 8, den könnten wir, glaube ich, schaffen. Können wir den schaffen? Mehr trinken gleich besserer Gesang. Genau. Okay, wir versuchen zwar. Mehr als untergehen können wir ja nicht. Wir dulden keine Dreistigkeiten. Oh, oh. Ach du Scheiße. Okay, wir haben keine Chance gegen ihn. Oh, Kacke. Ja. Okay, Level 8. Obwohl wir Level 5 sind. Die Gewässer sind einfach zu gefährlich. Okay, Respawn auf See. Wir müssen ja unser Eisen zurückholen. Torpedos? Irgendwas stimmt hier nicht. Natürlich Torpedos. Wo, wo sind wir gesunken? Da ist er wieder, nicht? Ja. Nee, nee. Wir müssen uns gar nicht nähern. Wie komme ich jetzt an meine Sachen ran? Ah, wir warten mal kurz. Ich hab sie. Okay, wir fahren mal rüber zu den Inseln. Oh, oh. Ich glaube, wir hauen mal kurz ab. Er wendet da. Das gefällt mir nicht. Wenn ich ab Level 30 einen Flugzeugträger und ab Level 50 Atomraketen sehe, gebe ich freiwillig auf. Atomraketen gibt es hier zumindest nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall schneller. Golf von Naak. Ich sag mal so, würde es ein Star Trek Spiel geben, was wie dieses hier wäre. Und die Inseln wären quasi Planeten. Man würde dazwischen mit dem Raumschiff reisen und währenddessen auf dem Raumschiff Aufgaben mit der Crew erledigen. Ich glaube, da würde ich alle mein Geld reinstecken. Selbst da würde ich sogar Battle und Season Pass kaufen. Das wäre das einzige Szenario, wo sie mich kriegen würden. Da ist auch noch mehr Eisen. Sehr gut. So. Ein paar Schraubverbindungen. Oh. Also dieses Schiff hier ist auf jeden Fall nicht so gut wendig. Wir helfen euch sicher nicht, wir versenken euch höchstens. Hierher!
Ich finde es halt schade, dass diese Geräusche wie Wind, wie Wasser recht leise sind. Ich fände die viel, viel wichtiger. Aber nein, die ganzen Explosionsgeräusche sind für mich irgendwie einfach hier nur sehr hochgedreht. Aua. Oh Mann, dieses Schiff mit seinem Wendekreis. Ja, das ist ein Piratenschiff. Das sucht mich. Aber ich will abbauen. Da ist noch ein... Ah, hier liegen so viele Wracks rum. In dem Wracks ist eigentlich nur Müll. Das müllt unser ganzes Inventar zu. Wir brauchen eigentlich einen Hafen. Oder halt... Da unten wäre ein Hafen. Oder reines Eisen. Das Eisen klingt zumindest gut. Dann würde ich dann in den Haupthafen zurücksegeln, das abgeben, weil wir sind, glaube ich, dann relativ schnell voll, wenn wir das holen. Jawohl. Doch, das brauchen wir. Wirklich, diese vorlaute Crew, die mir sagen will, was ich brauche. Ich bin der Kapitän, ich werde doch wohl wissen, was ich brauche. Ach. Lass sie gleich über die Planken gehen. Lass die Segel gehen. Aber hier war doch auch irgendwo Eisen. Ich kenne nur einen anderen Piraten, der so vom Glück verfolgt war wie du. Ach, die Abenteuer, die wir gemeinsam erlebt haben. Okay, hier dürfte nichts sein. Das ist eine Steilküste. Da ist Eisen. Oha, da peitscht uns der Wind richtig in die Segel. Sehr gut. Das Schiff erinnert mich an SpongeBob mit dem fliegenden Holländer, als sie durch eine Stelle mit dem Schiff gefahren sind und alle Planken links und rechts abfliegen und SpongeBob schleudert. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, genau so fahre ich. Da ist das Eisen dahinter. Das ist auf jeden Fall mein Motto. Oh. Ein bisschen Schramm muss ja auch sein. Ein bisschen Schwund ist immer, sagt man ja. Oh, da ist eine Flotte. Hoffentlich von nichts, was mir... Niederländer wahrscheinlich nicht. Oder sind... Nee, jetzt sind Franzosen. Oh, oh. Französische Eskorte. Iaiaiaiai. Lack ist nur für Neuwagen. Genau so. Man kann Lack gesoffen haben. Das ist okay. Aber wer braucht schon Lack? Und die Spitzhacken, metallgesichtet. Jawohl. Volle Eisensuppe. Wir sind wieder Wracks. Ich meine, in dem Wracks kann dieses Schellack liegen. Oder auch das Chinagras, nicht? Das ist halt das Lootglück, was man hier dann braucht. Jo. Natürlich brauchen wir das. Ich glaube nicht, als ob wir das brauchen. Ich hasse meine Crew. Wird euch alle austauschen lassen, wenn ich bessere Mannschaft bekommen könnte. Aber leider sind die anderen alle besoffen gewesen. Wird die einzigen, die noch laufen konnten. Deswegen habe ich euch mitgenommen. Da glaubt ihr ja nicht, dass es euch deswegen einen Sicherheitsvorteil gibt. Wenn nicht spurt, der fliegt. Ah, da ist der Schellack. Na, guck. Da haben wir den nämlich schon mal. Oh, was ist das denn? Ah, ich dachte, es ist ein Schiff. Oh, da ist eine Siedlung. Da können wir mal anlanden. Sieht doch nicht aus, als ob da irgendein gefährlicher anderer Pirat in der Nähe ist. Was haben wir hier? Da ist auch eine Siedlung. Ah ja, perfekt.
Da war Eisen. Ja, das Eisen da nehmen. Okay, Schellack haben wir genug. Jetzt muss ich zwei U-Turns machen. Ah, der bremst halt nicht, wenn man im Kreis fährt. Ich habe kein gutes Gefühl. Man munkelt von unheimlichen Begegnungen in diesen Gewässern. Habe ich das hier nicht gerade schon geplündert? So. Ja, also das ist eigentlich die größte Kritik, die ich habe. Die Steuerungsfähigkeit. Das Spiel ist relativ träge, was die Eingaben angeht. Als ob die erst zum Server und wieder zurückgehen müssten und sowas. Das ist ziemlich nervig, ist noch nett formuliert. Ich drücke zum Beispiel jetzt S, das passiert nicht. Erst wenn ich nichts mehr drücke und S die einzige Taste ist, die ich drücke, dann nimmt der Wind aus den Segeln. Oh, da wäre Eisen. Und das ist halt so counterintuitiv, dass man auch nicht wirklich gut fahren kann einfach. Nur Anfängerbremsen, genau dafür haben wir Leitplanken erfunden. Mehr Beschleunigung, mehr Power. Sehe ich genauso. Aber die Taktik hier am Rand zu bleiben ist, glaube ich, ganz gut. Ist das ein Tornado? Nee. Oh, oh. So, dann interagieren wir mal mit denen. Was haben die denn so im Angebot? Ja, die haben den Shellac im Angebot. Ansonsten noch Kleidung. Die hätten Stahlbahnen. Aber wir brauchen eher Manila-Hanf, auch nicht schlecht. Aber wir brauchen China-Gras eher. Na, von dem Zeug, was wir haben, wollen sie natürlich nichts. Das müssen wir dann bei uns verkaufen. Mit denen können wir uns leider auch nicht heilen. Das ist die Frage, wenn ich da reinsegle. Da wird es China-Gras geben, nicht? Dschungel von Shishoshinama. Dann fahren wir da mal rein. Aber ich muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall auf einer Basis, auf der man aufbauen könnte, nicht? Das Problem ist, bei Ubisoft-Spielen, da kommen halt selten neue Sachen noch dazu, noch rein. Das bleibt halt in dem Zustand, in dem es ist. Man hat es bei Breakpoint gesehen, da ging das UI bis zum Ende nicht. Weil es für die Macher keine Relevanz hat, weil es kein Geld generiert. Aber das ist der Grund, warum ich zum Beispiel keine Spiele von Ubisoft mehr hole. Weil halt genau solche Sachen dann nicht gefixt werden. Hier geht das UI auch oft nicht so, wie man es will. Guck mal, Leitplanke genutzt und drüber gebounced. Und dann weiß ich, will ich mir das antun die ganze Zeit für 60 Euro? Nö. Würden die mal ihre Grundbugs einfach mal aus der Engine auch beheben? Die gleichen Bugs von Watch Dogs 2 waren in Watch Dogs 3 drin. Habe ich mir deswegen Watch Dogs 3 nicht geholt. Wenn das Auto einfach quer am Boden steckt, in Teil 2 und in Teil 3 das gleiche passiert, dann hole ich mir das Spiel nicht. Also, aber wenn ich als Chef nicht sehe, dass die Bugs vielleicht genau das sind, was mir mehr Kundschaft bringt, wenn die behoben sind, dann bin ich einfach ein Idiot. Ich gucke halt nur auf Zahlen. Das ist ein großes Problem, weil heutzutage nur auf Zahlen geguckt wird. Oh, wir sind überladen, nicht? Scheiße. Ich hoffe, das ist eine große Stadt. Nee, ist es nicht. Ja, jetzt stehst du uns im Weg. Wirklich, Idiot. Das ist Rechtsverkehr. Ach nee, wir sind in China, nicht? Hier, es könnte Linksverkehr herrschen. Genau das ist das Problem. Die Basis ist da und genau da bleiben wir stehen. Richtig.
So, kaufen und verkaufen. Kappe. Torpedos. Wasser. Eisenholzplanken. Manilehampf. Ja, mit der Überladung. Jetzt ist die Frage, wohin? Also da ist der nächste große Posten, wo man erstmal an Land gehen konnte. Wahrscheinlich nach Norden eher. Was ist das da? Was kann das sein, Kapitän? Manilehampf. Lass die Fahrt aufnehmen. Du bist auch Manilehampf, nicht? Ich meine, den brauchen wir auch für Kanonen und so. Ich meine, auch mit dem Multiplayer. Grundsätzlich funktioniert er. Aber er hat auch noch einige Probleme. Und ich glaube nicht, dass die behoben werden. Scheiße. Was ist das? Ein Kaperschiff! Das kann uns aus großer Entfernung versenken! Ja. Ja, danke. Durian. Das heißt, da können wir nicht lang erstmal. Da! Hä? Was ist denn das? Ist ja... Ist die Segel! Volle Segel! Los! Dann, dahinter ist die Stadt anscheinend. Hier vor ist ein Hafen. Vielleicht können wir da anlegen. Oh, das wäre super. Die Rempa sind verstohlen und unruhig geworden. Krieg und Verrat haben ihre Spuren hinterlassen. Ja, ein Außenposten. Ja, wunderbar. Ja, wir sollen bei den Außenposten anlegen. Ja. Ich kann euch abschießen. Hilft euch das? Dann bin ich mir immer nicht so sicher. Ubisoft meint, das ist ein Quadruple A-Titel und darum sind 70 Euro gerechtfertigt. Aus meiner Sicht sieht es mehr nach einem 20-Euro-Spiel von 2010 aus mit den Mechaniken. Was nützt die Grafik, wenn Inhalt fehlt? Ich würde nicht mal sagen, dass unbedingt Inhalt fehlt, wenn man langsamer 20 Euro zugrunde liegt, wäre es underrated. Also ich würde sagen, 40 Euro wäre ein Preis, der okay gewesen wäre. Nicht? Aber Ubisoft nimmt für alle Spiele den gleichen Preis, egal ob es AAA oder Triple Scheiße ist. Und egal ob es Quadruple Scheiße ist. Und mit der Aussage vom Ubisoft-Chef, dass der Spieler eh keine Spiele besitzt und sich damit recht zufrieden geben muss, da kommt mir immer das Meme in Sinn. Was ich nicht besitze, kann ich auch nicht klauen. Aber wenn ich es dann klaue, dann ist es auch kein Diebstahl, nicht? Also, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Okay, wir geben erstmal das Eisen ab, nicht? Sonst haben wir gar keinen Platz. Hi. Also mal gucken. Schmelzofen Torpedo 1. Aha. Rakete 2. Ja gut, in der Beta kommt man nicht höher. Gut, kaufen hier von Villa nix. Kein Wort zu niemandem. Ja, kein Wort zu niemandem. Wo ist denn hier das Lager? Da, Lager. Das Problem ist halt wirklich eher das Verhalten von Ubisoft mit Spielen aus der Vergangenheit. Die Aussagen, die ein CEO trifft, die einfach gegen die Spielerschaft, die Kunden geht. Das ist halt mega unsympathisch. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man auf einmal nicht das einnimmt, was man erwartet. Es ist Allgemeineigentum. Lebe den sozialistischen Gedanke. Ja, quasi, nicht? Also, ist ja eigentlich auch nicht das, was man will. Also, ich sehe es auch ein, für Sachen Geld zu zahlen. Ich sehe es auch ein, für Dinge... Ist das so eine Stinkfrucht? Nee.
viel Geld zu bezahlen, wenn es gut ist. Aber heutzutage, die Sachen sind halt alle nur noch für Anleger gedacht. Wie kann ich maximal das Geld erweitern? Das funktioniert halt so nicht. Das ist ähnlich wie in der Musikbranche mit den ganzen Boybands, die natürlich Geld generieren, weil die meisten Leute genau das kaufen. Deswegen werden die gequetscht, kriegen Knebelverträge ohne Ende, weil es halt funktioniert und der Mensch sowas kauft. Aber die Kunst leidet darunter. Also wirklich nachhaltig gute Lieder entstehen daraus wahrscheinlich eher weniger. Und die kleinen Bands, die wirklich gut sind, haben dann eher Probleme, nicht? Aber naja. Das kriegst du aus dem Menschen halt auch nicht raus. Wenn ich sehe, wie viel Update Cyberpunk 2077 hatte. Gut, ist aber auch so ein Spiel, was ich zum Beispiel gar nicht gespielt habe. Ich weiß auch nicht, was da alles los war. Ich habe nur gehört immer, scheiße, scheiße, dann gut, gut, dann wieder scheiße, scheiße. Ja, ich gut, dass wir das los sind. Mich hat schon allein, ich habe einmal die Demo, glaube ich, gespielt, wo man da die drei Starts hatte und dann waren die drei Starts irgendwie immer mit Verfolgungsjagden schießen und dann dieser von Matrix der Typ, das war so erzwungen. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Von daher kann ich da auch wenig zu sagen, ob das jetzt gut oder schlechter geworden ist. Und auch Ubisoft-Spiele kriegen viele Updates. Sie haben nur keinerlei Relevanz, nicht? Das ist ungefähr so wie die Starfield-Updates aktuell. Ich habe keine Zeit für ein Geschäft. Oh, du. Starfield ist halt auch so eine Sache, nicht? Da kommen auch irgendwie Updates, aber die haben irgendwie, ja, auch nur Scheiße an Bord. Also anstatt die Dinge anzugehen in Starfield, die wirklich relevant sind. Oder auch City Skyline 2, genau so ein Ding. Ja, es sind nur Kanonenkugeln. Jetzt kommen nur noch Updates mit Bugfixes, wenn große Game-Updates kommen, also mit Free-Content. Aber Leute, ihr habt euer Spiel nicht mehr fertig und ihr bringt jetzt nur noch Bugfixes, wenn ihr auch Content, Gratis-Content oder auch Bezahl-Content bringt. So funktioniert das nicht. Also wer soll das denn kaufen? Also ich kaufe nichts von City Skyline 2. Das ist einfach ein Müllgame. Das ist einfach Schrott. Und wenn sie jetzt anfangen, DLCs zu verkaufen, dann haben sie mich als Kunden komplett verloren, weil sie nicht mehr geschafft haben, das Hauptprodukt in einen Zustand zu bringen, in dem ich es spielen kann. Dementsprechend werde ich auch nichts kaufen. Gar nichts. Und auch in Zukunft nicht mehr. Da können sie noch ein City Skylines 4000 ankündigen. Ist mir scheißegal. Der Preis war auch zu hoch und die Mechaniken und alles nur auf Geld machen ausgelegt. Das ist halt. Ich kann verstehen, warum man Geld machen muss, aber ein Indie-Entwickler wie der von Manorlords oder auch kleinere Studios wie von Frostpunk kriegst doch auch hin, vernünftige Sachen zu liefern, zu einem normalen Preis, der aber keine Scheiße ist. Also, ob sie gut oder schlecht sind, sei dahingestellt, aber es kommen die Updates, die das ganze Spiel überarbeiten, von Inhalt bis zu Grafik. Und man merkt, dass die Firma am Spiel arbeitet. Genau, gut, das ist ja zum Beispiel bei No Man's Sky auch so gewesen, nicht? Da haben sich ja auch viele aufgeregt. Wir können noch mehr. Ich fand, No Man's Sky hat sich dann leider durch die Updates in die falsche Richtung entwickelt, für meine Verhältnisse und Augen. Aber es ist ja auch immer persönliche Einstellung. Aber ja, grundsätzlich ist was an dem Spiel passiert. Und bei Starfield gab es jetzt irgendwie 2,5 Updates seit Release, wovon eins davon war, hey, du kannst jetzt Nahrung essen. Wow. Die Nahrung hat irgendwie ein HP-Vorteil. Warum sollte ich überhaupt Nahrung essen? Also, ich kann mir keine Situation in Starfield vorstellen, wo ich einfach Essen, was rumliegt, einfach mal essen möchte. Keine. Es gibt einfach keine dafür. Das ist so
Das sind Statuseffekte teilweise, die man in dem Moment gar nicht braucht. Also hebe ich mir das doch lieber auf, wenn ich es brauche. Also, und so ein Update denn als dieses war wirklich nötig reinzubringen, während irgendwelche anderen Sachen einfach nicht funktionieren und die Performance nicht passt, ist halt Marketing, bla bla, nicht? Und das machen sie immer wieder. Also, nur dran arbeiten heißt ja nicht unbedingt auch, dass es sinnvoll ist. Man kann auch Scheiße erarbeiten. Iss oder stirb. Wir haben dir Nahrung gegeben. Was willst du mehr? Das war halt... Also Starfield war nicht schlecht, nicht? Ich habe 241 Stunden mitverbracht, aber... Das ist jetzt auch nicht so ein Spiel, wo ich gesagt hätte, wow. Jawollo. Ich hätte wirklich mehr von Starfield erwartet, dass ich wirklich mein halbes Leben da reinstecken kann. Aber Starfield ist halt auch so ein Spiel, alle Inhalte, die du hast, sind eigentlich irrelevant, selbst ob du die... Genau. Selbst ob du die Hauptstory durchspielst oder nicht, ist quasi egal. Ola, ola, ola. Irgendwo hier ist Eisen. Ich glaube, wir haben schon genug. Da vorne. Hola, hola, oh. Ich beniese das. Aber man muss auch sagen, ich habe schon schlechtere Spiele gespielt. Viel schlechtere. Es macht ja trotzdem irgendwo Spaß. Es motiviert mich, dran zu bleiben. Oh. Aber leider nicht für den Preis. Ich hätte zum Beispiel auch eine Taktik wie, das Spiel kostet 25 Euro und dann gibt es einen Season Pass, der kostet auch nochmal 20 Euro. Wäre auch eine andere Ansage wie, das Spiel kostet aber 59 oder 69 und du zahlst nochmal 39 für den Season Pass. Das ist so ein bisschen wild. Nur weil das Spiel lange in der Entwicklung war, kann doch der Spieler nichts dafür, dass sie ihre Studios und ihre Finanzen nicht im Blick haben und ordentliche Produkte abliefern. Und dann kriegen sie die Retourkutsche und der Spieler wird nicht bereit sein, das zu zahlen und dann, tja, wir haben wieder 2000 Leute entlassen. Oh oh, ist er das? Dieses Amulett stahl ich vor langer Zeit einem Händler des Seevolks. Hübsch, nicht? Shit. Shit. Er hat. In er guckt Wind. Auf uns. Das Schiff bedeutet Ärger. Oh oh, oh oh. Im Dschungel von Panya. Wir hören auf jeden Fall ab. Er hat auf jeden Fall Lunte gerochen. Ja, ja, ja. Oh nee, das ist auch noch ein Freibeuter, oder? Oh shit.
Ah, der ist kaputt fast. Den kriegen wir. Und da ist, glaube ich, Kartenende, kann das sein? Ja. Geht die Karte noch nicht weiter. Aber wir hauen dem anderen dafür schnell ab. So, den kriegen wir doch weg. Ein paar Torpedos. Jawohl. Nein. Ah. Oh, er hat auch Torpedos. Oh, hier hört der Nebel auf. Oh. Oh nein! Oh, Glück gehabt! Okay, wir gehen mal ran, wir boarden mal. Okay, er will nicht gebordet werden. Zack! Sink doch! Oh oh, oh oh, sein Kumpel kommt. Er hat schon wieder Lunte gerochen. Oh oh. Ja, ja, ich weiß, dass der Feind uns beobachtet. Da unten gibt's irgendwas. Was haben wir denn da für eine Insel? Eisenholz. Ja, das ist gut, dass uns niemand einholen kann. Puh. Das Spiel kostet 70, dann erhältst du die Ehre, 20 Euro auszugeben und für Inhalte, die nicht wichtig sind, aber das Ganze ist optional. Und später kommt ein DLC, welches das ganze Spiel ändert. Und wenn das DLC nicht für 40 Euro kauft, geht dein Spiel nicht. Ja, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Und das Beste bei Ubisoft-Spielen ist, du wartest einfach ein Dreivierteljahr, dann kostet es 5 Euro im Sale. Und in 2 Jahren werden die Server eh abgestellt und kannst es sowieso nicht mehr spielen. Das sind halt wirklich die unangenehmen Momente dabei. Das ist alle? Ah, das ist kein Brack. Alles klar. Mein Level 3 Fernrohr funktioniert nicht mehr, oder? Na? Ich hoffe, die haben Maschinengras an Bord. Ah, Mann, nur diese Schraubverbindung. Ich weiß nicht, wo es Chinagras gibt. Vielleicht eher an der Küste von Afrika. Hab festgestellt, 2022 gab es wohl einen Serverabsturz bei Ubisoft und darum sind alle Wildlands-Fortschritte weg. Ach, guck an. Ja, gut, dass ich da gar nicht mehr reingeguckt habe. Breakpoint haben wir einmal gespielt, da war alles noch da. Aber ja, so richtig hinterm Ofen vorholen wie Wildlands nicht, das hatte noch eine andere Qualität, muss ich gestehen. Also da habe ich, es hat zwar auch so Probleme gehabt nicht, man hat sich umgedreht, die Sachen sind respawned, aber diese grundlegende Technik hat einfach funktioniert. Auch der Multiplayer, man bei Breakpoint hat ja immer das, also im UI hat nichts funktioniert. Das war immer ganz, ganz merkwürdig. Oh, das ist sogar ein Außenposten. Oh, das ist jetzt sehr, sehr gut.
das Kemoi-Anwesen. Du musst weiter jagen, stehlen und wachsen. Ja, ja. Hallo, Herr Kemoi, können wir mal handeln? Was hat er hier für einen Bauplan? Kiste voller Seefeueröl. Das andere können wir nicht kaufen. Alles nicht unser Rang. Reparatursets. Ja, die haben wir eh genug. Und haben will er nichts von dem Zeug. Ja, ja. Niemand vergisst euch, außer ich. Silberbeutel, den können wir gleich mal öffnen. Reparaturset 3, das Ding. Ab ins Lagerhaus. Ja, passt. Und öffnen. 300 Silber. Wir haben fast unsere 70.000 wieder zurück. Fehler gleich Ubisoft. Ubisoft gleich 60 Euro. Ergo, für Fehler bezahlt man nur. Ja, nach deiner Rechnung sind 60 Euro ein Fehler. Jetzt, Ubisoft würde das so aufstellen. 60 Euro gleich gut. Gut gleich Fehler. Fehler gleich... Man muss ja Daten nur so auslegen, dass sie zu einem passen, nicht wahr? Ist hier hinten wieder ein versteckter Schatz irgendwo? Nee. Aber Ratten und Mäuse. Ach, Raseneisen. Also da kriegen sie kein Wasser mehr raus. Okay, ist glaube ich auch nicht für Wasser gedacht. Ich möchte meinen Vater im Fell eines Löwen bestatten. Bei den unguanischen Händlern von der brennenden Küste bekommst du die allerbesten. Das Beste. Na dann. Aber Kabar, Captain, ich habe hier die besten Waren, die wir Remper anzubieten haben. Diese Waren sind sehr selten. Aber ich bin eine Händlerin durch und durch. Ich tue alles, was getan werden muss. Zum Beispiel eine Pistole mit schlechter Textur in der Hand halten und ohne Shader-Effekte. Sehr gut. Natürlich. Dafür habe ich Niederländer getötet. Hab ihr Schiff überfallen. Die Leute sagen, ich hätte Blut an meinen Händen, wenn ich diese Waren verkaufe. Aber seht ihr hier irgendwelche Blutflecken? Noch nicht. Ach, ich wollte doch nur einen gewissen Luxus mit der Welt teilen. Na. Seht, was aus mir geworden ist. Sie haben uns ruiniert, Captain. Sie nahmen uns unser Land und unseren Wohlstand. Sie nahmen uns unsere Jobs. Wir sind Land abtrünnig, nicht wahr? Also was schert es euch? Ach, vergesst es. Treiben wir Handel. Wir klauen unsere Jobs. Die Perspektive macht das Bild, nicht der Künstler. Ja, aber dann wird ja argumentiert, du stehst noch in der falschen Perspektive. Otak Otak. Ja, die hat auch nicht das, was wir brauchen. Schade. Nein, aber Innereien. Könnte ich mein Geld zurück, bitte? Was? Innereien? Innenreien. Ah, was willst du im Rhein? Schwimmen? Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Captain. Ja, ja. So, reparieren, Fracht verwalten, das legen wir nochmal ab. Können auch an sich, aber gut. Hör mal, was war denn das? Die können wir noch ablegen. Ja, das sieht gut aus. Säge setzen! Blut auf der Ware. Achso, kein Blut, aber Innereien. Ah, Geld zurück bitte. Nee, aber das ist wie bei Ubisoft-Spielen. Du kriegst ja im Bonus, nicht? Also die Innereien sind ja dann, die kriegst du ja, weißt du, also. Das ist ja, die musst du noch bezahlen. Shit. Da ist ein Schiff.
Ich sehe mal außen rum. Zack, über den Delfin rüber. Haben wir noch Eisenholz überhaupt? Ich glaube nicht. Davon hatte ich so viel. Ich meine, hier mit den Segeln in der Sonne, das sieht schon dann ganz gut aus. Gut, die Texturen da gerade nicht links, weil die sich einfach so wiederholen. Aber es ist halt oft im Spiel nicht, die Grafik täuscht über Probleme hinweg oder soll hinwegblenden. Aber hier, ich glaube, hier gibt es kein China-Gras. Ich glaube, wir müssen mehr in die Küste von Koh Hang hier zu den Schmugglern. Ist da ein Außenposten? Gewürze, Schellack, Batik. Schraubgewinde, Kampfer. Oh, hier liegen aber viele Wracks. Aber für Kämpfer kann man nur mal anlegen. Oh ja. Das sieht okay aus, aber Piratenspiel überzeugt es mich nicht. Mehr Wirtschaftsspiel wie ein Tropico. Würde ich nicht sagen, nee. Da kriegst du gerade nur den falschen Eindruck. Eigentlich hast du nur Aufgaben mit Seekampf. Also ganz wenig Handel eigentlich. Höchstens besorge mal die Ware XY. Oh, was war denn das? Mohn. Rohmaterial für das Ruder. Ah. Hier ist wieder die französische Flotte. Saint-Jean, Kurkone und die Falken. Nicht wegen Handel, ich meine wegen Ressourcen sammeln. Ja gut, du sammelst ja nur Ressourcen, wenn du ein Schiff bauen willst. Oder wenn du wie ich eher Ressourcenspieler bist. Brauchst du ja nicht. Du kannst ja auch einfach zum Händler gehen und die Sachen kaufen. Dann guckst du, wo der Händler ist, fährst dahin, kaufst das, kaufst das Schiff oder die Materialien. Aber ich will ja das alles selber herstellen. Das ist, liegt ja auch an der Spielweise, wie man Sachen spielt. Und da finde ich es okay. Also es bietet mehrere Möglichkeiten, wie du Sachen spielst. Das Einzige, dass du einmalig da halt hinfahren musst, wo es denn diese Waren gibt, damit du sie kaufst. Ich weiß ja zum Beispiel nicht, wo es China-Gras gibt. Das ist so eher mein Problem. So, dann mal... Wahrscheinlich irgendwo aber im Inland eher. Das ist über Manila-Hanf. Ich würde ja denken, hier, nicht? Vielleicht irgendwo drin. Wir sehen mal da zu dem. Oh, oh, oh! Und das ist auch so eine Sache. Es gibt kein Pausemenü, wenn man segelt. Das ist so ganz gefährlich. Da habe ich schon mal mein Schiff verloren. Ich bin halt auch einfach ein Looter, nicht? Die Sachen, die rumliegen, die müssen halt einfach mitgenommen werden. Jedes Leben erzählt eine Geschichte. Du kannst auch die ganze Zeit rumfahren und alle zerschießen. Oh.
Ey, vom Outfit her sehen alle wie Gefangene aus. Ich habe das Outfit teuer gekauft. Mein Beileid, ey! Der Nebel lichtet sich. Purla. Schade. Kein Schatz für uns. Er hat aber eine Aufgabe. Ist auch hier ein bisschen blöd, nicht? Ich kann hier kein. Aus unserem Lager? Ja, ich kann hier halt keinen Krieg führen oder keinen Kampf führen, weil ich einfach zu schwach bin. Torpedo 2, den brauchen wir zum Beispiel. Reparatur-Vollkanone brauche ich nicht. Boah, der hat aber viel Zeug. Flammenwerfer. Kampfer will er nicht. Handel treiben. Ja, haben wir gerade. Wir könnten Handel treiben, während ich Handel mit ihm treibe. Ja. Da wurde wohl jemand Gucci Übersoft übers Ohr gehauen. Ey. Das ist modern, das trägt man heutzutage so. Wo ist deine Piratenmannschaft? Immer diese Kritik von Leuten, die keine eigene Mannschaft haben. Du bist doch nur neidisch über dieses schöne Outfit. Die ist echt von, von nicht Prada, sondern von Jack Sparrow. Die Marke für Piraten. Du. Kommt, Fremder, lasst uns handeln. Salam. Na dann, reden wir übers Geschäft. Die haben halt so wenig Waren hier alle. Das ist natürlich Absicht, nicht? Weil das soll ja noch nicht den Inhalt komplett freischalten. Also viele Sachen sind auch zu blockiert, nicht zugänglich. Du bist gecapped in den Sachen, die du freispielen kannst. Aber das finde ich auch okay, nicht? Ich finde Open Beta, dafür, dass man es gratis sich angucken kann, ist klar, dass es eine Beschränkung drin haben musste. Das finde ich komplett okay. Das Laufen ist auch so ein bisschen hackelig. Mal bleibt da stehen. Kanonenkugeln. Eine Notiz. Sehr schön. Da haben wir auch wieder eine mehr. Was die zum Beispiel bringen, weiß ich auch noch nicht. Ich habe so viele Notizen gesammelt. Ich glaube, man kriegt einen Hinweis auf irgendwas, wenn man alle von einer Kategorie hat. Hey, okay. Willst du Segel setzen oder nicht? Ja, ja. Ich will Segel setzen. Guck dir ihr Outfit an, das ist einfach herrlich. So, wieder alle drüber. Segel setzen. Kleider sind ja nur für Angeber. Naja, die meisten Kleider sind hier eher fast nur ein paar Fetzen. Deswegen habe ich die genommen, weil das die einzigen sind, die, wo die nicht halt nackt rumlaufen. Auch für den Kapitän, der zeigt immer Brust. Oh, das sieht so schlimm aus. Durian, ey. Es gibt auch irgendwo Seeungeheuer, habe ich aber auch noch nicht entdeckt. Einmal hat es so ein Event gegeben, der Kraken. Aber, ja, das habe ich da nicht mitgenommen. Aber ich würde sagen, wo wir jetzt die nächsten China-Gras-Sachen suchen gehen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.